Freunde von Neis, ich grüße euch. Hier ist die Wally. So, heute haben wir für euch vor zu kochen. Das heißt, wir machen Gnocchi. Gnocchis, genau, Gnocchis. So, das mache ich zum ersten Mal, muss ich auch dazu sagen. Also ein Pannen passieren. Sorry, niemand ist willkommen. So, ihr braucht Hirsemehl. Ich habe jetzt hier ganzes Korn genommen, weil leider hat nicht ganz gehabt. Dann habe ich das einfach mit so einer Art Kaffeemühle, habe ich das selber gemahlen. Also das geht ohne weiteres, wie ihr seht. Ja, manche Bioläden bieten auch Die Mehlmaschine oder Mehlmühle an. Ja. Genau. Ja, dann braucht ihr 2 Teelöffel Sojamehl, ein gutes Kilo Kartoffeln, 1 Knoblauchzehe, ca. 5 Esslöffel Olivenöl, Salz und das rote Fett, der Pfeffer. So, wer mag, kann auch noch Salbeblätter drüber tun, das ist je nach Geschmack. Mhm. Gut, also wir setzen jetzt erstmal die Kartoffeln an. So, jetzt setzen wir die Kartoffeln an. Genau, die Kartoffeln setzen wir jetzt an. Wie viele Minuten brauchen die ungefähr? Ja, so ca. 30 Minuten, 25 bis 30 Minuten kommen wir auf die Dicke der Kartoffeln. Ja, wie Pellkartoffeln. Wie so Pellkartoffeln, genau. Na, die werden jetzt erstmal gekocht. So, und dann müssen wir jetzt erstmal eine halbe Stunde warten. Dann sehen wir uns gleich. Jetzt hast du die Kartoffeln gekocht. Richtig. Jo, und jetzt werden die Kartoffeln geschält. So ungefähr, ja, nicht so ungefähr, so ungefähr. So, eine Pellkartoffel schält man so ungefähr wie eine Pellkartoffel. Ja, okay. So. Dann schälen wir. Ja. Hoffentlich schön heiß, schön die Finger verbrennen. So. So, nehmen wir eine Gabel. Bitte. Hast du einen Pellkartoffeltrick? Ja, mit der Gabel. Das tun wir heute. Du machst das ganz toll. Weiß ich doch. Gebt ihr ein Like für Kartoffeln schälen. Die ist noch zu heiß, über dich. Ja, also die Kartoffel wird geschält, also alle Kartoffeln werden geschält. So. Tu mal kurz für den Arm, David, du hast da was ganz Niedliches neben dir. Guck mal, die Dolly ist auch da. Nein, der liegt es. Also in Alba erschrocken. Okay, die Kartoffel wird geschält und dann? Ja, dann gucken wir erstmal weiter. Dann tun wir sie abkühlen lassen erstmal. Ja, dann gucken wir weiter. Und damit das weiter behandelt. Ihr seht, alles schon frisch und lecker. Ja, vegan. Ein bisschen aufwendiger, aber dafür habt ihr was ganz Leckeres. Jetzt hast du die Kartoffeln allein gelassen, die jetzt fertig sind. Ich habe die Kartoffeln allein gelassen. Oh, um ich werde es überleben. Ja, so. Gut, was machen wir jetzt? Ja, die werden jetzt gestampft. Zeig mal, wie du stampfen kannst. So. Also wenn ihr eine Stampfmaschine habt, das heißt eine Kartoffelpresse geht auch, aber das geht auch. Du hast keine Kartoffelpresse. Im Moment nicht. Okay. Ich glaube, die wird aber in Kürze kommen. Ich glaube auch. Macht Spaß? Das ist gut für die Muskulatur, ne? Also, deine Pumpen. Ah, ja. Ja. Wally hat Spaß. Ja, ich bin nicht da. Ja, dann müssen die wieder abkühlen. Und dann? Ja, die sind noch genau. Okay, und dann? Jetzt mal schön stampfen. Stampfen. Weiter stampfen. Kommt die Bräuche ab. Aha, ja. Das kannst du ja auch Kartoffelpüree machen. Mhm. Ich ja. So, jetzt müssen wir erstmal abkühlen. Okay. Sehr Bescheid. Jetzt tun wir 2 Teelöffel. Was denn? Salz ist hier drin. Aha. Mehr Salz. 2 Teelöffel, ist das nicht ein bisschen viel? Ja, so die 2 Teelöffel rein. Okay. Das Hirsemehl. Ja. Na gut, aber ich muss dazu sagen, Kartoffeln fressen ja auch Salz so. Quasi. Ist das so. So, Sojamehl tun wir hier rein. Ja. So, das wie viel Hirsemehl war das jetzt eigentlich? 2 Esslöffel. Und das Soja? Nee, Moment, Hirsemehl war 100 Gramm und Sojamehl 2 Esslöffel. Ah, okay. So, dann wird das hier vermengt. Ein bisschen Hunger.
Und das wären Gnocchis? Das sollen Gnocchis sein, ja. Das sollen Gnocchis sein. Ich habe sie noch nicht gemacht. Ich sag's immer. Aber du weißt ja, wie Gnocchis aussehen, oder? Ich weiß, wie sie aussehen. Also sehr gut. So dumm bin ich ja nicht, ne? Das hat nichts mit dumm zu tun. Es gibt echt Leute, die kennen keinen Gnocchis. Ja, man sieht ja in jedem Warenhandel doch schon. Theoretisch, ja. Oder wo Nudeln liegen. Das sind auch die Gnocchis. Das sind aber keine Gnocchis, das ist Schimmel. Entschuldigung. Ja, das ist in Deutschland so. Das ist ja auch Bier. Ja, natürlich. Ist, ne? Ja, klar. Also, du bewirfst mich mit Gnocchis. So. Ein paar Mengen. So. Wie lange arbeitest du schon daran? Oh. Wie lange dauert das Gericht? Also ich habe vor circa etwas über eine Stunde bin ich jetzt schon dran. Oh ja. Also 2 Stunden könnt ihr mit rechnen. Arbeitszeit. Also weil mich jetzt muss mit der Teich wieder 3 Minuten ruhen. Ne, oder? Doch. 3 Stunden? 30 Minuten. Ich habe verstanden, 3 Stunden. Ich wollte schon sagen, Bali. 3 Stunden, wow. Wieder hast du Angst zu bauen, also jetzt? Ja. Ja? Ja. Ist am Diäten. Also. Toll. So, okay, 30 Minuten geht's ruhen. Okay. So, jetzt mach ich schon mal was Hirsemehl. Jetzt ziehen wir auch die Platte. Wieso kochst du so gerne? Weil es Spaß macht. Okay. Die beste Freizeit zum Abschalten. Freizeit? Ja. Du, man kann in den Wald gehen, da kannst du auch abschalten. Ja, klar. So, jetzt komme ich mal so langsam. Ja? Nee, da im Ernst jetzt, seit wann kochst du eigentlich schon? Von Kind an. Oder hast du mal eine Ausbildung gemacht? Als Köchin? Nein. Okay, zum Kleinen. Ja, ich weiß. Okay. Das finde ich jetzt ein Riesen-Gnocchi. Ja, komm, was Neues. Ne? Ja. Und dann schneidest du die? Ja. Ach so. Kriegst du auch das Muster hin? Denk ich mal. Schauen. So. Jetzt erstmal ein kleines Rollchen. Ja. Ein Rosenmesser. Okay. So für 2 Zentimeter. Du weißt aber schon, dass das. Okay. Was? Warum nimmst du ein Messer? Weil die geschnitten werden müssen. Ja, schon klar, aber warum so groß? Weil es so schön glatt schneidet. Hat so einen schönen glatten Schnitt. Also Kinder, wisst ihr Bescheid, ne? So. So, jetzt mal Reis. Salzwasser. Das ist Salzwasser, muss ich auch rein. Riese Salz rein. Okay, ich komme. Seht ihr, Freunde? So macht sie das. So. Freunde, kocht ihr auch gerne? Schreibt in den Kommentaren. Ich möchte wissen, ob ihr gerne kocht und was ihr gerne kocht. Tja. Das ist einfach mal rein. Noch ein bisschen, ja, testen. Wie lange brauchen die? Ich muss ein paar Minuten brauchen, bis sie hochkommen. Ach, die kommen hoch. Das ist sehr praktisch. Mal gucken. Na komm, beweg dich denn. Hast du schwer gemacht, ne? Kann doch nicht gar sein. Nein, 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 ich bin nur am Gucken. Ist die hin? Ich mach das auseinander. Was sagt sie? Ja, also gucken wir mal. Wir müssen eine, die eine war auseinandergegangen. Jetzt gucken wir die hier. Wir haben jetzt, du hast jetzt was dicker gemacht. Ein bisschen dicker gemacht, weil wir das Mehl noch reingetan. Jetzt schauen wir mal, ob das funktioniert. Ja. Das ist eine Generalprobe, das haben wir noch nie gemacht, das hat sie noch nie gemacht. Aber ich nehme. Riecht so ein bisschen wie Salzteig. Ne? Ein bisschen aus Richtung. Wir haben die jetzt in dieser Größe gemacht. Ne? Ja.
die eine war ein bisschen zu klein geworden. Gucken wir nochmal. Ja, da schwimmt die an der Seite. Was daraus wird. Bin jetzt erstmal gespannt, wie es jetzt aussieht. Du auch? Mhm. Ist jetzt zweimal auseinandergefallen. Dinge passieren. Aber jetzt müsste es doch eigentlich gehen. Hoffen wir. Zeig mal, wo ist sie? Ah, welche mal. Ah, die, das wird. Und schwimmt sie schon? Das sehe ich jetzt gar nicht. Ach, da kommt sie. Ja. Mhm. Freunde, das sieht gut aus. Ja, ich glaube ja. Ja doch, das sieht gut aus. Wir müssen ja noch ziehen. Wir müssen ja noch ein bisschen ziehen. Ja. Zeig mal. Ja. Doch, das ist ein... ja. Das ist ein Noki. Mhm. Kommst du denn jetzt? Ich mache so kleine Knöllchen raus. Mhm. Kommt es besser, dann werden die auch... halten. Ja. Mhm. Ist ja im Grunde das Gleiche. Gleiche, genau. Mhm. Genau. Da gibt es Knocki-Klößchen. Genau. Knocki-Klößchen. Das klingt auch cool. Also rollst du sie einfach in deiner Hand zu Klöße. Mhm. Das Noki-Schwimmbad ist eröffnet. Ja, das war nicht so viel. Okay, ich versuche das jetzt mal. Dann geht es mit einer dicken Knödel. Und dann nicht geht, um jetzt zu warten. Ja? Ja, wisst ihr Bescheid, Leute. Ja, Karlsruhe muss kreativ sein. Entweder Hunger oder kreativ sein. Genau. Damit wir langsam Hunger haben. Ja, weil wir haben heute noch gar nichts gegessen. Wir schon bald 6 Uhr haben. Und der Magen schon bald selbst verdaut hat. Ja. Haben wir gedacht, irgendwie kriegen wir es auf die Reihe. Ach ja, was sie auch machen, sie hat jetzt bei den Gnocchis eine leckere Tomatensoße gemacht. Mhm. Haben wir jetzt nicht gezeigt. Und aber wir auch das Gnocchi spezialisieren wollten. Genau. Bei euch, ne? Also bei Knockis könnt ihr gut Tomatensoße dabei tun, Käsesoße. Pestos. Also lasst euch was rein einfallen. Wo sind sie? Ja, ich suche. Hallo, Lobby, wo bist du? Hast du die kaputt gemacht? Nein, ich suche die. Die sind alle. Knocki? die sind alle auseinandergefallen. Wir können das voll gut, Leute. Schreibt uns mal in die Kommentare, wie man also das Rezept vegane Gnocchis geht. Also das Rezept nennt sich unsichtbaren Gnocchi. Das ist wirklich zum Abnehmen. Ja. Was ihr esst, das seht ihr nicht. Ja, du hast doch gesagt, ich soll abnehmen. Das und das macht das auch. Ja, seht ihr? Also ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. Die haben mich jetzt so geärgert. Ich finde sie wirklich nicht mehr. Ich gehe mal davon aus, die hat sich verewigt. So, hier gibt es noch eine Alternative. Das kann doch jetzt nicht sein. Wo sind die Knochen? Nee, die sind auseinandergefallen. Leute. Nee, mach nicht mehr. Das kann doch nicht sein. Na gut. Die Knochen sind abgehauen. Sie haben Angst bekommen. Ja. Und was machst du jetzt? Alternative, ich hoffe, die halten. Versuchen wir so. Zu braten. Nein, das kann nicht. Ja, das muss. Ja. Okay. So, jetzt machen wir erstmal Distelöl rein. Welches Öl? Distelöl. Hä? Distelöl habe ich jetzt hier. Distelöl? Ein bisschen neutraler Geschmack. Okay, wir machen Distelöl rein. Fällt gerade ein, Distelöl ist auch in unserem Katzenfutter. Ja. Willst du mir mit irgendwas sagen? So. Okay, hier sind die Gnocchis, ja. Knödel. Die mache ich jetzt aus. Taler. Jetzt sind das Gnocchis Taler aus Gnocchis Knödel geworden. Gnocchi Taler. So, jetzt. Ja. Ja, irgendwas muss wirklich funktionieren. Das kann ja nicht sein.
Sonst haben wir doch immer alles hingekriegt. Was ist denn heute los? Liegt am Wetter. Letzter Wetter schuld. Meinst du? Ja, guck mal draußen, es ist bewölkt. Guckt euch mal das Wetter an. Es ist bewölkt, dann kommt die Sonne, da fällt der beste Teich nicht aus. Dann wird es wieder kühl. Jetzt fehlt nur noch Gewitter, dass der Blitz einschlägt. Psst. Nein. Ich sag nur Feier. Nein, ich denke einfach mal, irgendwas habe ich halt mal. Entweder ich habe zu viel Mehl oder zu wenig Mehl genommen. Nimm doch die erstmal, bevor sie an der Platte hast, und es funktioniert nicht. Das funktioniert. Das sind Kartoffeln. Das sind Kartoffeln. Es gibt dann Hörsemehl, aber da stand Hörsemehl drauf. Wir folgen dir. Wir sind total neugierig, ob das funktioniert. Oder einfach nur schadenfroh. Guck mal, es purzelt. Guck mal, Freunde, es purzelt. Es blutzelt. Wir haben unseren ersten, nein, noch nicht ganz. Nicht ganz. Den kann euch angraten, wird es wahrscheinlich nicht. Weißt du, was du da tust? Nee. Ich habe jetzt zwei Dinger. Weißt du, was du da tust? Zwei Küchenhelfer. Ja. Ja, und die helfen gleich den Gnocchi, dass sie sich rumdrehen kann. Okay, also weiß ich, was du da tust. Jetzt haben wir eine Tomatensauce gemacht. Ja, kann man trotzdem drüber machen. Das sind immer noch Gnocchis. Das sind ja immer die gleichen Bestandteile. Nur, ne? Sieht schon mal gut aus. Leute, guck mal. Bitte? Ja, ich glaube, die andere kann ich auch runter. Das wird. Das wird. Guckt euch das an. Da haben wir eine schöne große Pfanne jetzt genommen haben. Da sind ganz viele Gnocchis. Naja, Nokitala, ne? Nokitala. Nun die anpacken lassen. Ja. Wie sieht's aus? Der Mann, der ist knusprig. Ich sehe nur deinen Arm und der ist nicht knusprig. Was? Ja, du hast gesagt, die war schon knusprig, wir haben nur deinen Arm gesehen. Schaut mal. Es gibt Mittagessen. Yay, Gnocchis, Tala, gebraten. Sieht schon gut aus. Ja. Ob das auch so gut schmeckt? Ja, schon. Und dafür haben wir extra Tomaten gemacht. Nein, geht alles drüber. Heute sind wir mal flexibel. Heute essen wir mal quer durch die Küche. Ja. Das ist ein neues Gericht. Weil nicht quer durch die Küche. Würdest du deine Kochschule lernen können? Ja, aber ehrlich, wenn dir irgendwie auch gerne vegan ist und wisst, wie man... Bin mal gespannt. Und, tut sich schon was? Ja, ich gucke mal. Nicht so oft hin und her, sonst fallen wir ja auch noch. Die fallen mit dem auseinander. Nee, die sind jetzt fest. Da passiert nichts mehr. Mal kommen wir zum. Was hast du eigentlich? Nein, nicht reinlassen. Wir haben... Verändert? Ich habe nur mal ein bisschen, wie gesagt, mein Öl reingetan. Und dann ziehen sie nicht. Okay. Liebe, es ernsthaft wird. Jetzt was noch die geklaut. Die kleine Isis hier. Isis, guck mal. Hallo. Und wird, ne? Schöne Goldbraun. Ja. Alles raus. Das ist schon ganz frisch. Probier die mal. Siehst du einfach. So, als geht der Tisch hier geil. Ja, ja. So, schön. Alles kurz. Nicht mal so, ich probiere jetzt mal. Mhm. Erstmal ganz klein ein bisschen. Also nicht gut schneiden. Ja. Ja. Und? Echt? Ja.
Ja. Gut? Ja. Schmeckt nach Gnocchi? Mhm. Ja. Knusprig. Okay. Mhm. Auch sehr lecker. Am Ende gut, alles gut. Mhm. Also Gnocchi sind gerettet. Ja. Und ich würde sagen, sagen wir mal ciao, bis zum nächsten Mal. Schickt uns einfach ihre Rezepte rüber, wie gesagt. Ja, dann vergesst abonnieren nicht, liken nicht und das teilen nicht. Also bis dann, ciao.